Die Politiker der Gemeinde Sylt haben entschieden, dass ein Teil der Asylsuchenden im ehemaligen Aufbauwerk in Hörnum untergebracht werden sollen. Die Gemeindevertreter sind davon ausgegangen, dass eine Zustimmung Hörnums bereits vorhanden ist. Doch der Inselsüden plant zuerst eine Einwohnerversammlung zu dem Thema abzuhalten. Danach entscheiden die Gemeindevertreter darüber, ob im Sommer Flüchtlinge ins JAW-Heim einziehen können. Demnach ist die Empörung groß auf Seiten der Gemeinde Sylt. Sogar Planung und Ausschreibung wurden bereits in Arbeit gegeben, um das JAW-Heim zu renovieren. Am 22. März findet die Einwohnerversammlung in Hörnum statt, im Anschluss die Gemeindevertretersitzung. Erst nach diesen beiden Terminen gibt es Klarheit über die Unterbringung der Asylsuchenden im Süden der Insel. Eine weitere Säule der neuen Verwaltungsreform für die Gemeinde Sylt ist am 1. März in Kraft getreten. Der ehemalige Bauamtsleiter Martin Seemann leitet seit Anfang diesen Monats die Stabsstelle Projekte. Umgesetzt wurde zum 1. März die Stabsstelle Projekte. Das ist die Stabsstelle, die wir neu eingerettet haben, indem wir alle übergreifenden Projekte, die ämterübergreifend sind, dann bündeln wollen. Wie zum Beispiel die Rathauszentralisierung, sprich Neubau und Umzug der Mitarbeiter ins neue Rathausgebäude. Zukünftig werden weitere Bausteine der Verwaltungsreform umgesetzt. Wir haben ja schon einiges getan. Umgesetzt worden ist bereits das Amt für Inneres und Bildung. Das ist bereits neu aufgestellt. Genauso das Amt für Finanzen und Liegenschaften ist neu aufgestellt. Wir sind dabei, die Ortsentwicklung neu auszuschreiben. Da gab es eine offene Stelle, die wird demnächst besetzt werden. Es läuft also sehr, sehr viel. Und zum 1.4. dann das Amt für Ordnung und Soziales, wo dann eben das Sozialamt, das Sozialzentrum eingebunden wird in die neue Amtsstruktur. In Kooperation mit der Polizei, Feuerwehr und dem Rettungsdienst hat die Gemeinde Sylt ein Leitfaden für öffentliche Veranstaltungen erstellt. Damit will die Expertengruppe für mehr Sicherheit bei Festen und Events auf der Insel sorgen. Wir berichteten im Februar bereits darüber. In der letzten Hauptausschusssitzung der Gemeinde Sylt meldeten sich einige Vereine und kritisierten den zusätzlichen Aufwand, den man unternehmen müsse, wenn ein Fest oder eine andere Veranstaltung organisiert werden soll. Man verwies dabei auf das vierseitige Dokument Anzeige auf Durchführung einer öffentlichen Veranstaltung auf der Insel Sylt, welches das Ordnungsamt der Gemeinde Sylt erstellt hat. Den insularen Vereinen, die viele Feierlichkeiten organisieren, würde der bürokratische Aufwand den Spaß an ihrem Engagement verderben. Die Politik ist jetzt aufgefordert, den Fragebogen zu prüfen und darüber zu beraten, ob er überarbeitet werden muss. Die Hundstage boten wieder eine Woche lang Vorträge, Unterhaltung, Spaziergänge, Wettbewerbe und Tipps rund um die Fellnasen und ihre artgerechte Haltung. Ein Projekt, das von Beginn an ein Riesenerfolg war und neben Menschen aus der ganzen Republik auch viele Einheimische gleichermaßen begeisterte. Die Gäste und wir waren wieder sehr zufrieden mit den Hundstagen, haben sehr, sehr gutes Feedback bekommen von den Referenten und Teilnehmern, dass sie wieder viel Neues gelernt haben, Kontakte geknüpft haben und irgendwie Anregungen für die eigene Hundeerziehung bekommen haben. Und wir werden dieses Projekt auf jeden Fall weiterentwickeln, weil mittlerweile aus ganz Deutschland Leute hier hinkommen, um an diesen Hundstagen teilzunehmen. Für uns ist natürlich sehr wichtig, weil wir dadurch nochmal die Saison ausweiten, dass auch gerade in den Monaten im März und im November natürlich noch mehr Leute auf die Insel kommen. Und ja, wir freuen uns natürlich, wenn wir den Gästen ein hochwertiges Angebot bieten können und die Leute dann natürlich auch wiederkommen, wenn es ihnen gefallen hat. Und für alle, die diesmal nicht dabei sein konnten, gibt es die nächsten Hundstage vom 6. bis 11. November 2016. Das Bürgerbegehren zum Erhalt der Halle 28 brachte mehr Unterschriften ein als ursprünglich geplant. Zur Freude der Initiatoren Wolfgang Holz, Thomas Raffelhüschen und Lars Schmidt wurden insgesamt 3030 Unterschriften abgegeben. Davon sind 2220 gültig. Somit wurden in der Gemeinde Sylt 1186 Signaturen mehr gesammelt. Der Kreis Nordfriesland hat das Bürgerbegehren gegen den Abriss der Hallen in den vergangenen Tagen für zulässig erklärt. Jetzt muss die Gemeindevertretung entscheiden, ob sie dem Antrag zum Erhalt der Katastrophenschutzhalle folgt. Im Falle der Ablehnung findet ein Bürgerentscheid statt. Darüber hinaus erklärte der Kreis noch einmal, dass der Abriss der beiden Hallen aus Gründen des Denkmalschutzes nicht erlaubt ist. Auch eine weitere Nutzung der Hallen wird untersagt, da es sich aus jetziger Sicht baurechtlich um Schwarzbauten handelt. Die Vorbereitungen für die Kampener Kunstmeile laufen auf Hochtouren. Das Falkenstern Feinart und Atelier Sprotte präsentiert mit Unterstützung der Karl-Hermann-Karwig-Stiftung, Michael Meyer und des Kampener Unternehmevereins Bildhauer unter dem Motto Art Matters. Heute Nachmittag wurde die Skulptur des chinesischen Künstlers Liu Yonggang geliefert. Ja, man muss gucken, dass sie am richtigen Punkt stehen, dass sie im Verhältnis zum Haus stehen, wie der Lichteinfall ist, wie die Sonne reflektiert auf den Skulpturen, wie sie wirken. Also das alles muss man berücksichtigen beim Aufstellen. Und ja, es ist, also wenn man so lange ein Projekt geplant hat, halt schön, dann persönlich dabei zu sein. Auf der Hörnumer Gemeindevertretersitzung am Dienstag wurde die von der Gemeinde Sylt beantragte Nutzungsänderung des Jugendaufbauwerkes abgelehnt. Nachdem die Hörnumer Politik eigentlich erst auf der Einwohnerversammlung am 22. März die Meinung der Bürger einholen wollte, musste nun doch kurzfristig über den Antrag entschieden werden, weil der Kreis für diesen Vorgang nicht das Baugesetz, sondern die Vorschriften für Asylunterbringung zugrunde legt. Außerdem halte man die Unterbringung im JAW-Heim nicht unbedingt für die geeignete Lösung. Ob die Gemeinde Hörnum ihre Meinung noch ändert, hängt nun von der Einwohnerversammlung am 22. März ab. Ein Triebwagen der Deutschen Bahn ist in Niebühl entgleist. Beim Rangieren sei der Zug des Sylt Shuttle Plus mit einer Achse aus den Gleisen gesprungen. Dabei wurde das Drehgestell des Zuges beschädigt. Verletzt wurde bei diesem Vorfall niemand. Die Bahnstrecke nach Sylt war mehrere Stunden lang gesperrt. Nach einer ersten Schätzung und Aussage der Deutschen Bahn entstand ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro. Warum der Wagen entgleiste, ist unklar. Der entgleiste Zug gehört zum umstrittenen Bahnangebot Sylt Shuttle Plus, mit dem sich die Deutsche Bahn seit Herbst 2015 gegen den Mitbewerber RDC Verbindungen auf die Insel sichert. Eine überwältigende Menge von 554,6 Tonnen Müll wurden von den Tourismusorganisationen im vergangenen Jahr allein an den Sylter Stränden gesammelt. Um auch in der Nebensaison die abgelegenen Bereiche vom Schmutz zu befreien, organisiert der Surfclub Sylt e.V. am 20. März den 8. SCS Beach Cleanup Sylt in Zusammenarbeit mit der Naturschutzgemeinschaft Sylt e.V., den Sylter Tourismus Service und der Surfrider Foundation Europe. Werden Meere, Meeresstrände sauber gemacht, Flüsse, Binnengewässer, also alles, was irgendwie so mit Wasser zu tun hat. Und ich muss jetzt lügen, das sind Hunderte von Sammelaktionen, die weltweit stattfinden. Und wir sind, wie gesagt, ein Teil davon. Wir haben den Sonntag, den 20. uns festgesetzt von 11 bis 15 Uhr. Das heißt, um 11 Uhr treffen wir uns alle an bestimmten Strandübergängen. Ich gehe mal ganz kurz durch. Von List, Weststrandhalle um 11 Uhr. Klappholtal, also wie gesagt, das ist für Leute, die wirklich Bock haben, hoffentlich kommen alle, ne, aber nur, dass sie das wissen. Klappholtal, Strandübergang, Sturmhaube, Strandübergang, dann lassen wir den Bereich aus, weil diese großen Gemeindestrände werden ja schon alle gereinigt und bewirtschaftet. Dann haben wir Dickindel-Übergang, dann haben wir Randum-Campingplatz-Übergang, Hörnum-Campingplatz-Übergang und Hörnum-Odde, besser gesagt Kap Horn beim Restaurant. Und Mülltüten sind auf jeden Fall alle da. Mit Handschuhen ist das immer so eine Sache. Also wer will, soll seine eigenen mitnehmen. Da gibt es dann für jeden Helfer ein Crepe umsonst. Und die Syltquelle sponsort Sylter Limonade, die jetzt neu auf dem Markt ist. Und da machen wir dann ein Foto von dem ganzen Haufen, was zusammengesammelt wird. Da ist dann auch die Presse da. Da tauschen wir uns aus. Es ist natürlich eine öffentliche, wichtige Geschichte. Wir wissen, dass wir damit nichts groß sauber machen. Es ist natürlich ein Aufzeigen, wie viel zusammenkommt. Das dürfen wir nicht vergessen. Ein Sturm weiter liegt das wieder alles da. Das ist einfach, die Meere sind voll und wir wollen einfach nur ein Zeichen setzen mit dieser Aktion. Hört mal zu, da ist so viel, wir müssen langsam umdenken. Viele sportliche Ereignisse stehen auch wieder an diesem Wochenende auf der Insel an. Lars Schnittgart gibt einen kurzen Überblick. Morgen am Samstag, 13 Uhr, spielen unsere Freunde die Wasserballer im Schwimmbad. Und da müssen wir natürlich alle unterstützen. Selten genug, dass sie zu Hause spielen. Und das ist immer eine sensationelle Stimmung. Und die unterstützen uns. Da müssen wir natürlich auch die Halle da zur Hölle machen, ganz klar. Am Sonntag, 17 Uhr, spielen wir zu Hause bei uns wieder in der Realschulhalle. Und wir haben nur noch 3 Spiele. Davon 2 Heimspiele. Wir sind ganz knapp vorm Aufstieg. Also wenn wir das gewinnen, haben wir eigentlich einen riesen Schritt gemacht. Außerdem haben wir aus dem Rückspiel noch ein bisschen was gut zu machen. Da haben wir doch noch mal eine Schippe draufzulegen. Wir spielen am Sonntag 17 Uhr gegen die HSG OKT. Das ist Ohrschlag, Kropptetenhusen, also das neue Spielgemeinschaft. Schwerer Name, wir sagen mal OKT ist das Einfachste. Und ja, 17 Uhr zu Hause. In Wenningstedt wurde heute der C.P.-Hansen-Jugendpreis verliehen. Die Preisverleihung fand im gut besuchten Kursaal hoch 3 statt. Mit dem Sylter Kulturpreis werden alle Jahre besondere Verdienste um den Erhalt der friesischen Kultur der Insel geehrt. Also ich finde das eine wichtige Veranstaltung, nicht nur eine tolle, sondern auch eine wichtige Veranstaltung, dass eine Frage der Identität wieder auf der Insel Sylt Friesisch spricht. Er ist schon etwas Besonderes, das schon, weil er das hat lernen müssen. Früher wurde es gesprochen. Seit 1960 gibt es C.P.-Hansen-Preisverleihung, es gibt C.P.-Hansen-Jugendpreisverleihung und ich finde das ganz wichtig für uns. Wir leben mit dieser Sprache. Leider können die wenigsten sie noch sprechen, ich selber kann sie nur noch verstehen. Und so ist es, dass der Jugendpreis eigentlich wieder der Beginn, die Wurzel, das Keimen von unten, um zu sagen, das ist es wert, diese Sprache. Und es ist ja nicht nur die inselfriesische Identität Sprache, es ist ja auch das Leben. Es sind viele Dinge, die dazugehören, wie Brauchtum, Küstenschutz, auf einer Insel leben, miteinander reden, miteinander diskutieren, Tink machen, Biegebrenn, Petita. Das sind alles Assoziationen, wo man sagt, schön, dass es das noch gibt auf einer Insel. Der diesjährige Preis stand unter dem Motto Sylter Sagen. Die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen waren zwischen 4 und 13 Jahre alt. Ja, wir gucken, was reinkommt und wir hatten also bei dieser Preisverleihung jetzt 4 Kategorien. Einmal sind das die Kindergärten, das sind das natürlich Gruppenarbeiten. Aus dem Grundschulbereich haben wir die meisten Arbeiten bekommen, nämlich 14. Das sind alles Gruppenarbeiten. So bei den Älteren, da gibt es ein paar Einzelkämpfer, nämlich 3. Wir haben 3 Einzelwerke von Kindern der Jugendlichen der 8. Klasse. Und dann haben wir noch eine Menge Gemeinschaftswerke, auch in der Kategorie 5. bis 8. Klasse. Insgesamt hatte das 14-köpfige C.P.-Hansen-Kuratorium in diesem Jahr über 30 Arbeiten zu bewerten. Die ersten Plätze aus allen 4 Kategorien gingen an die Strandpiratengruppe aus List, die 3. Klasse der Boy Lonsenschule, an Luca Sorgatz aus der 8. Klasse der Gemeinschaftsschule, an die Klasse 5F des Gymnasiums Sylt sowie die 4. Klasse der Boy Lonsenschule.